Was geht, liebe Fußballfreunde? Ja, der zweite Bundesliga der neuen Saison steht schon wieder vor der Tür. Und ja, der erste hatte einige Überraschungen parat. Die Tabelle. Ja, der VfB Stuttgart ist der erste Tabellenführer vor der TSG Hoffenheim, der FC Bayern München nur im Mittelfeld aktuell. Ja, und RB Leipzig auf Rang 14. Das die Überraschungen des ersten Spieltags. Am zweiten haben wir gleich ein super Duell. RB Leipzig, die halt mit der Niederlage gestartet sind, empfangen gleich den Tabellenführer, den furios gestarteten VfL Wolfsburg. Ansonsten haben wir ja den FC Bayern, der auch gegen eine Mannschaft spielt, die vor ihnen sind nach dem ersten Spieltag. Aber Bayern, ihr habt es gesehen, im Supercup gegen Dortmund erfolgreich. Sehr, sehr spannender Spieltag mit den neuen Partien. Und ich will nicht lange warten. Direkt reinstarten in den Spieltag, gleich mit der Freitagspartie. Vorher noch, wie immer, bitte an euch, like, subscribed, kommentiert eure Tipps. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch höre. Und jetzt starten wir direkt rein mit der Partie der Fehlstarter aus Leipzig gegen die Überstarter. Ja, der VfB Stuttgart extrem überzeugend, aber auch ein bisschen profitiert natürlich von recht schwachen Fürthern, wenn Greuther Fürth die Partie oder die Liga so weiterspielt, die Runde wie am ersten Spieltag, dann wird das ganz, ganz schwer. Die Partie wird zeigen, ob es eine Überraschung war vom VfB Stuttgart am ersten Spieltag, weil Fürth so schwach war, oder ob Stuttgart ernsthaft halt oben um die Europa-League-Plätze mitreden kann. Mein Tipp: 2 zu 2 unentschieden. Stuttgart sehr, sehr stark und RB Leipzig ohne Julian Nagelsmann noch nicht ganz da. Ja, dann Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg am ersten Spieltag gewonnen. Gegen den anderen Aufsteiger, gegen den VfL Bochum, ein bisschen von der frühen roten Karte profitiert. Nur 1-0 gewonnen. Das heißt auch nicht so leicht getan, nicht so überzeugend gewesen. Überzeugend war auch gleich wieder Hertha BSC Berlin nicht. Die haben wieder eine super Mannschaft auf dem Platz gehabt und trotzdem 3 zu 1 verloren gegen Köln. Deswegen mein Tipp für die Partie: 1 zu 1 unentschieden. Nächstes Unentschieden. Ja, in der nächsten Partie hat Mainz gleich die Chance, ja, nach der super Rückrunde letztes Jahr gleich super in die Saison zu starten. Für beide Mannschaften, Bochum und Mainz, ein sehr wichtiges Spiel. Bochum braucht die ersten Punkte, braucht die ersten Erfolgserlebnisse. Da kommt eine Mannschaft wie Mainz, die immer noch ersatzgeschwächt ist, natürlich eigentlich gerade rechtzeitig. Aber wir haben es gesehen. Mainz hat immer noch den Schwung von der letzten Saison und den werden sie auch in Bochum beibehalten. 2 zu 1 Auswärtssieg für Mainz 05, die damit mit 6 Punkten in diese Saison starten. Dafür haben sie letzte Saison ziemlich, ziemlich lang gebraucht. Dann, ja, mein SC Freiburg, der ist mit einem, ja, recht enttäuschenden 0 zu 0 gegen Bielefeld gestartet. Empfängt jetzt Borussia Dortmund, die Wut im Bauch haben, die sie zwar mit einem souveränen 5 zu 2 oder besser gesagt in einem furiosen 5 zu 2 in die Liga gestartet, aber im Supercup gegen Bayern halt im Endeffekt chancenlos gewesen. Aber ich glaube, mein SC Freiburg hat der Offensive von Borussia Dortmund nichts entgegenzusetzen. Freiburg schießt ein Tor, Dortmund schießt drei mehr, das heißt 4 zu 1 Auswärtssieg für Borussia Dortmund und die große Chance, dass Dortmund Tabellenführer ist nach Spieltag Nummer 2. Dann, ja, Abstiegsduell könnte man sagen. Nein, die ja, Verlierer des ersten Spieltags gleich gegeneinander. Eintracht Frankfurt ist 16., spielt gegen den letzten aus Augsburg. Ja, man wird sehen, in welche Richtung es geht. Ich schätze Augsburg nicht so stark ein. Frankfurt, ja, wurde von Dortmund und Erling Haaland so ein bisschen überrollt. Deswegen mein Tipp: Frankfurt gewinnt 3 zu 0 gegen Augsburg. Eine Sache noch zwischendurch, wenn ihr auf meinen Community-Sachen klickt, könnt ihr auch noch abstimmen, wer deutscher Meister wird. Wenn ihr Bock habt, macht da einfach mit. Ja, zwei Mannschaften, die mit Sicherheit nicht deutscher Meister werden, sind in der nächsten Partie, in der nächsten Samstagspartie gegeneinander. Greuther Fürth empfängt Arminia Bielefeld und genauso wie Bochum gegen Mainz für beide Mannschaften mega wichtiges Spiel. Fürth, wie gesagt, richtig schlecht gestartet und wenn sie jetzt zu Hause auch noch gegen Bielefeld verlieren, ja. Und dann ist eigentlich der Fehlstart schon perfekt, weil dann hatte Fürth schon zwei Mannschaften, ja, gegen die man hätte auch gewinnen können und man hat 0 Punkte. Aber mein Tipp: 0 zu 0 unentschieden. Klassisches Spiel irgendwie für ein 0 zu 0. Beide Mannschaften sind Top-Abstiegsfavoriten. Wir schauen uns das an, wie das läuft.
Dann das Samstagabendspiel. Leverkusen gegen Gladbach. Ich glaube, da kann es gleich richtig zur Sache gehen. Beide haben unentschieden gespielt am ersten Spieltag. Gladbach gegen Bayern München. Leverkusen auch nur unentschieden gegen eine schwächere Mannschaft. Ganz kurz nochmal gucken, gegen wen Leverkusen unentschieden gespielt hatte. Und es war, ach ja, Union Berlin, vielleicht gar nicht so eine schwache Mannschaft, wird die Saison zeigen. Mein Tipp, beide spielen wieder unentschieden, trennen sich 2:2 in einem Spektakel. Beide Mannschaften offensiv gut besetzt, offensiv ausgerichtet, Hamburg Tore zu schießen. Deswegen glaube ich, wird ein sehr, sehr gutes Samstagabendspiel. Bleiben noch die beiden Sonntagspartien und haben wir zwei starke Mannschaften gegeneinander im ersten Sonntagsspiel. Die TSG Hoffenheim, Tabellenzweiter, 4:0 Sieg am ersten Spieltag, empfängt Union Berlin, die mit einem starken Unentschieden gestartet sind. Mannschaft aus Berlin scheint sich aber noch nicht so gefunden zu haben, wie das in der letzten Saison der Fall war, hat nicht so stark gewirkt wie letztes Jahr. Deswegen aufgrund des ersten Spieltags. Viel andere Anhaltspunkte haben wir noch nicht. Mein Favorit, die TSG Hoffenheim, 2:1 Sieger gegen Union Berlin. Und dann, ja, der Achte empfängt den vierten FC Bayern gegen den ersten FC Köln. Köln auf einem Champions-League-Platz, da kann man Köln ja wieder mal ausrasten, von der Champions-League träumen. Aber ich glaube, Köln wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Gegen den FC Bayern München wird es nichts zu holen geben. 4:1 Sieg für die Bayern, die damit ja auch schon wieder oben an der Tabellenführung mit anklopfen. Köln, ja, hat wichtige 3 Punkte am ersten Spieltag geholt. Aber hat, glaube ich, einfach nicht die Mannschaft, um da jetzt unbedingt gleich mit den Bayern mitzuhalten. Ja, das war's schon wieder mit unserer schnellen Spieltagsübersicht mit der Vorschau zum zweiten Spieltag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, wie gesagt, lasst mir einen Daumen da und subscribed. Ansonsten sehen wir uns dann nach der Länderspielpause wieder. Ich glaube, jetzt ist erstmal Länderspielpause im nächsten Video. Ich hoffe, ihr klickt auch wieder rein. Das war's für diese Woche. Mein Name ist Overskill Gaming. Ich bin raus. See ya!